Grün. Schönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu diesem Let's Play mit dem Hawkwind zusammen. Sag mal Hallo, Hi. Hawkwind. Das ist jetzt sozusagen die Weiterführung meines Let's Plays auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denn mein Let's Play ging ja nicht mehr weiter. Was? Oh, schade. Ich habe gesagt schon am Anfang an, dass ich irgendwann auf TTBs umsteigen möchte. Und Schlangen kennen wir jetzt auch nicht, komischerweise. Ich weiß immer noch nicht warum. Keine Ahnung. Egal. Server-Config. Wir spielen natürlich auch FTBs Infinity und würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Hier sind auch schöne Eichenbäume. Genau. Die gerade Auf hier. meinem Kanal ist das die dritte Staffel. Ja. Und Feed the Beast haben wir schon ein paar Mal durch. Bisher immer auf Englisch. Jetzt probieren wir es mal auf Deutsch. Muss eigentlich einen neuen Kanal für uns machen, wa? Ja, fast, ne? Wenn das noch nicht alles so viel Arbeit Hawkwind.de. wäre. Noch nicht viel Arbeit. Weiß schon, Stress und so. Ja, okay, gut. Ich sehe da hinten irgendwie, ich glaube, ein Kratereinschlag oder sowas. Das ist schon mal super. Warte Werden mal wir noch kurz. brauchen. Für Applied Energistics, ne? Yep. Doch, ein Ja. bisschen Ahnung habe ich schon, siehst du? Infinity wird gespielt, ein Haufen Mods drauf. Ach nee, das ist Laggt ein bisschen. Homecraft. Bei mir gerade, ich habe gerade 21 FPS. Ja, hab 38, geht. Na nice. Ja, war schon besser. Schon mit 100 Ja, bei mir gespielt. auch. Bei mir auch. Wir müssen aufpassen bei diesen Bäumen hier. Da können Spitten drunter sein. Von Homecraft. Machen wir mal direkt irgendwas Schönes craften hier, wa? So. Ich glaube, ich habe direkt erstmal alles, was ich brauche, im Großen und Ganzen. Ein Essen brauchen wir, weil wir schon wieder fast hungrig. Ich habe die Hälfte meines Lebens verloren. Meines Hungerlebens. Ich weiß halt leider nicht, bei viel zu kenne ich mich natürlich nicht so ganz aus, deswegen weiß ich nicht, was man hier alles essen kann. Du kannst viel essen, einige Sachen nur einmal. Ja, okay, gut. Kann ich die Pilze hier essen? Klar. Also ein Fliegenpilze. Kann man bei der Minimap sehen, wo die Monster sind und sowas? Und Nur, Tiere? wenn du es eingeschaltet hast. Du Das musst kann ich, wo man es einschalten Entity kann. Radar musst du einschalten, damit du das sehen kannst. Kann man, mit welchem Knopf kann man das machen? Naja, Normalerweise sehe steht ich unten gut. drunter, also es gibt so eine, es gibt, ist es Journey Map? Ich glaube, es ist Journey Map, oder? Ja. Journey Map ist normalerweise, wenn du J drückst, kommst du auf die Einstellung. Ah ja, gut. Früchte anzeigen. Yay, Eisen. Egal, nice. Wo kann ich den? Achso, hier erweiterte Einstellungen. Na, komm her. Ich kann. Nochmal. Wo kann man Entities anzeigen lassen? Bei Journey Map? Normalerweise müsste es in den Einstellungen gut drin sein. Geht vielleicht bei Journey Map nicht, weil ich gucke gerade und ich sehe das nirgendwo. Okay. Egal. Oh, was ist denn das? Die sehen wir schon, die Monster, die kommen schon. Ach gut, sind allein sind schon angezeigt. Also. Nice. Gut, ich guck mal, dass ich Essen finde, weil ich wollte mich eigentlich Essen suchen. Problem ist, wo sind wir denn hier? Kannst hier einen Waypoint machen. Ja, mache ich gerade. Basis 1. Zack. Mit W kannst du einen neuen Waypoint machen. Kannst du ein paar Aber ich kann Bäume für schon. später. Ich kann nicht mehr sprinten. Das ist, ach, hier ein Blaubeerbusch. Nice, ich habe Blaubeeren. Das ist Ich glaube. super. Busch ist klasse. Ich hab einen dazu bekommen. Eine Hungerbalken. Das ist ein bisschen armselig. Den wird. Wo ist denn der Busch? Den habe ich wieder hingesetzt. Okay. Versuch den mal hier in der Nähe zu behalten, weil das Zeug ist echt Gold wert. Echt, der hat mir gar nichts gebracht. Vielleicht gibt es ja auch mehrere Blaubeerbüsche. Von Ja, verschiedenen und Objects. Erdbeeren und so Zeugs.
Erdbeeren, gib mir Erdbeeren. Sorry. Ah ist ja, noch ein läuft bei dir, Blaubeerbusch. ne? So, ich habe noch einen Blaubeerbusch. Den behalte ich mir jetzt. Oh, keine Tiere, ganz ehrlich, hier gibt's keine Tiere. Nichts. Ich habe drei Hungerbalken. Das Habe ist ich schlecht. auch. Das ist ganz schlecht. Und hier können auch noch die Monsters bauen, ich Idiot. Das ist ein Dorf, nice. Da bewege ich mich mal ganz langsam jetzt hin. Und das ist nochmal ein riesengroßer Meteoritkrater. Wie gesagt, der ist super. Ich Ja, heb hier das kann man dabei eigentlich. mal so ein bisschen Zeugs aus und sammle die ersten Ores ein, damit wir Ja. möglichst schnell hier an den Punkt kommen, wo wir unsere Ores verdoppeln können. Ich habe hier eine Schmiede gefunden. Oh, das ist super. Wenn du da irgendwo so schwarze Steine findest, also so ein, wie heißt das Ding auf Deutsch? Dunkelstahl? Dunkelstahl? Ich habe hier Nee, gerade so Dunkelstahl. Darksteel brauchen wir noch nicht, aber da gibt es manchmal wie heißt denn das? Seared Stone heißt das im Englischen. Ich pack mal, ich nehme mal hier die Steine irgendwie mit, wa? Oder hast du schon? Hast du, glaube ich, schon bestimmt. Steine? Stein, Steinöfen? Stein. Also einen Ofen habe ich hier oben schon. Na gut. Soll ich die Kiste auch? Die Kiste nehme ich auch mit. Nimm alles, was du kriegen kannst. Vor allem das Essen. Was wir nicht brauchen, bringen wir zurück. Schick mal was zurück. Gibt's mit der Post. Vielleicht noch kurz ein bisschen an den Zauns rumspielen, weil die gefallen mir gar nicht. Ah, okay. Besser sind sie jetzt nicht geworden. So, jetzt haben wir Karöten. Alles klar, baust eine Farm vor der Tür. Ich pack nur alles mit. Ich nehme alles mit, was es hier gibt. Damit ich nicht noch mal hierher kommen muss. Ich sehe übrigens noch eine Schmiede auf der Minimap gerade. Einwandfrei. Und es ist ein Zaubercraft-Turm. Da oben gibt es auch was Schönes. Nice. Soll ich Glowstone mitbringen? Was? Glowstone? Ja, klar. Ich habe nur Wissensfragmente bekommen. Mist. Die Feuerkugel kann man auch gut brauchen für später für Zaubercraft. Genau. Können wir Feuerschaden-Zauberstab mitmachen? Wenn Okay. mal andere Monster abbrennen. Ich finde den für die Blitze ganz brauchbar. Ich muss ehrlich Ja. sagen, Stormcraft ist was, wo ich schon seit einigen Versionsnummern nicht mehr Ja, mitgespielt Zaubercraft habe. ist das letzte, was ich gespielt habe. Ja, ich habe das Ganze am Anfang mal gespielt, als es noch alles ein bisschen anders funktioniert hat von der Physik Ah, her. ich weiß. Das war. Ah, hier ist ein. Was ist denn das hier? Hier ist ein Zaubercraft, ein Zaubernomikon drin. Nice. Hier sind richtig viele Bücher. Will ich alle mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Aber hier sind Bücher sind richtig viele. super. Nee, die keine. Also andere Bücher. Witchcraft, Tinkers, Open Blocks. Stimmt, du weißt diese Bibliothekenbaum auch, ne? Was ist das denn? Ist das Portal? Von RFT Tools. Oder RF Tools oder sowas. F-Tools. Dimensionaler Kreuzknacker. Wenn du unterwegs so Clay findest, dann bring mal mit. Okay. Jetzt haben wir ein langsames Problem, wird nämlich gleich dunkel. So, was haben wir hier? Kessel. Ach, da unten ist eine. Da unten ist eine Truhe. Feuerfest. Was? Feuerfeste Puppe. Sorry. Konnte gerade nicht richtig lesen. Jetzt ist es dunkel und jetzt habe ich ein Problem gleich. Aber ich will den letzten Scheiß hier noch mitnehmen. Da. Ich will jetzt einfach mal einen Großholzbaum mitten in einem Haus. Also es wird auf jeden Fall alles sehr spannend werden, weil ich kenne für den ganzen Kram nur die englischen Begriffe. Ja, Das kannst wird du doch eine auf echte Englisch stellen. Herausforderung. Stell doch einfach auf Englisch. Bei mir steht doch noch alles auf Englisch. Aber wenn wir Ach, weil uns... ich es auf Deutsch sage, meinst du? Genau, wenn wir uns unterhalten, wird es interessant. Dieser große braune Holz von Zaumcraft ist es. Da ist ein Dorfbewohner mit einem Bogen in der Hand. Dem will ich aber nicht so nahe kommen.
Das muss neu sein, das kenne ich noch nicht. Macht er was? Weiß ich nicht. Macht nichts. Kenn ich nicht. Der rennt auch weg von mir hart. Guck mal, was da oben drin ist. Ich will hier nicht sterben. Ist das noch einer mit dem Bogen in der Hand? Oh, ich hoffe, die greifen mich nicht an, Alter. Ist alles voll mit den Viechern. Ich hab eine Eisenrüstung. Nice. Episode 1, Barker stirbt im Dorf. Ich hab hier gerade hart Glück irgendwie, wa? Ich geh's noch höher. Aber nicht weiter runter. Kann ich irgendwo in Wasser springen? Nein. Aber wie lange wollen wir eigentlich unsere Folgen gehen lassen? Weiß nicht. 20, 40? Aber länger also wäre uncool. Ja. Wir sind jetzt bei 10. Hast du oben mitlaufen? Das wäre super. Ja, na, das sehe ich direkt. Bei Action sieht man das. Da ist oben so ein kleines Fenster, sieht man, wie lange ich aufnehme, wie viel okay. Flaps und so ein Scheiß. FPS, nicht Flaps. Was ist denn das? Mutandis. Kennst du dich mit dem Witchery? Ja, Mutandis kenne ich. Wenn wir eventuell später brauchen. Wenn wir Witchery anfassen sollten, dann brauchen wir es auf jeden Fall. Kann man aber zur Not auch selber herstellen. Okay, welche Blumen? Ich habe 1000 Tonnen Blumen in meinem Inventar. Kann man aus dem Dunkelstahl was craften? Ja, einiges. Nee, ich meine jetzt ein Werkzeug. Rüstung zum Beispiel. Das weiß ich gar nicht. So, mal gucken. Ja, nice. Dark Steel. Ja, kann man. Ja, da geht schon was. Geht sogar relativ flott, würde ich mal sagen. Alter, 5% Angriffsschaden. Wie ein Eisen, wie Eisen. Ja, dann mache ich mir direkt mal ein Schwert raus. Schon mal klar, oder? Mach das. So, okay, das war die erste Spitzhacke. Langruhe, sehen, fliehen. Ich hab so viel Scheiß hier, das brauche ich gar nicht erst. Der Ender heißt er. Halte Shift. Anvil Upgrades. Verstärkt. Dynamischer Kristall. 10 Level. Okay. So eine Enderwaffen sind das. Wolle brauche ich. Dann kann ich mir eigentlich mal Rucksack craften. Und ich brauche noch einen Brustpanzer. Den mache ich mir auch noch. Du bist da hinten im Wald, war und ich, was hast du? Voll. Ja, ich bin im Wald. Mich hier voll. Hast du Chance, dich zu equippen? Auszurüsten? Naja, geht. Also ich sammle hier gerade so ein paar Ressourcen ein. Ich hab Koks. Okay. Aber wie hilft uns das im Spiel? Ich hab einen ganzen Stahlblock. Einen ganzen Stahlblock. Wow, ein Stahlblock. Damit können wir auch craften. Was brauchen wir eigentlich aus diesen Redstone-Legierungen? Was können wir damit machen? Brauch erstmal ganz dringend. Was ist ein Magical Chalk? Found in. Magische Kreide. Chalk, was brauchen wir das? Nee. Später. Alles, was ich nicht kenne, fasse ich nicht an. Also ich bin Jäger und Sammler. Ich sammle alles ein, was ich finden kann, und dann schauen wir mal, was draus wird. Aber ich habe noch nichts, um mein Inventar zu vergrößern. So, ich habe aber Inventar geöffnet. Hallo. So. Ja. Was brauch ich denn? Ach, verdammt, ich brauche Quarz. Hier haben wir einen Erber. Was? Eine Erber-Eschenholz. Hast du irgendwo Quarz gesehen? Nee, ne? Quarz habe ich noch nicht gesehen. Weiß du meinst Eber-Eschenholz? Ja. Ja, sorry, dieses Gläse. Eigentlich voll peinlich gerade war. Geht, läuft. Hast du Wasser bei dir? Ja, warum muss nee. Ja. Eisen wäre ganz geil, dann kann ich mir noch Eimer machen. Ja, Eisen habe ich. Nice. Ich komme jetzt zu dir. Kann es sein, dass die Monster doch nicht anhaben? Das was? Dass die Monster doch nicht anhaben? Ich habe auch noch keins gesehen. Machen wir nochmal auf 2. So. Schon verrückt, weil hier ist irgendwie eine riesengroße Fläche und ich habe noch keine Monster gesehen. Jetzt brauche ich nur noch 3x Quarz, dann kann es losgehen. Und wieso stoße ich mir eigentlich mal den Kopf? Weg damit. Was ist das da hinten, was da leuchtet? Da müssen wir hin, das ist interessant.
Das ist ein Busch, der leuchtet. Nee, das ist die Lava. Ja, lol. Ich, hier sind Hexen. Dann mach dich weg da. Ich hab ein Schwert. Mit 6 Schaden. Sie wollte mich vergiften, hat es aber nicht geschafft. Jetzt hat sie mich vergiftet. Ich geh weg. Oh. Nein, da ist ein Tote im Ausweichen. Wenn ich jetzt sterbe, das ist echt lächerlich. Ich komme gerade zu dir. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wo bist du? Wo bist du? Im Loch. Im Loch. Ich gehe gerne ins Loch. Ey, was ist das hier? Rockhive. Extra Bees. Was macht man damit? Wenn wir irgendwann mal anfangen, Bienen zu züchten, dann werden wir das brauchen. Ansonsten lass Bienen einfach so lange in Ruhe, wie wir damit nichts anfangen wollen. Wir könnten sonst später Probleme kriegen, welche zu finden. Okay. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was man damit macht. Du kannst halt mit den Bienen, das funktioniert so, du musst die halt züchten und dann kannst du halt bestimmte Bienenstämme stellen halt bestimmte Sachen her. Ja. Zum Beispiel Diamantensplitter und so Zeugs. Und du okay. musst sie dann bei der Zucht über bestimmte Kreuzungen und so weiter, musst du halt deren Gene rekombinieren, so ein bisschen wie im Biologieunterricht. Und dann kannst du halt irgendwelche Arten züchten, die halt das herstellen, was du haben willst. Alles klar. Wann ist ja? Ich brauche ein Glas. Wir brauchen zwei magische Scherben von Tomcraft und zwei Goldbarren. Okay. Es ist Da kann ich mir meinen 23 Thermometer Uhr. machen. Da kann ich mir meinen Thermometer machen und dann kann ich mit Zaumkraft anfangen. Dann fängst du mit irgendwas anderes an. Was ist das denn? Appetiterz. Appetit. Wenn wir eine Baumfarm bauen wollten, dann könnten wir das Zeug irgendwann gebrauchen. Oh, verdammt. Mann, auf welchem Level bin ich denn hier? Was ist denn das? Eine Werkstation. Ist 10. man Ich bin Level Deckel. 10. Alles klar, ich bin Level 10 und finde Ach! keine Diamanten. Ich suche ganz nach Kohle hier, dabei habe ich doch Koks im Inventar. Das ist halt wie Kohle, ne? Nur noch besser. Ein Koks brennt, glaube ich, 10 Blöcke. Okay. Dann schmelze ich mal hier ein, was du hast. Aluminium Hast kann man du nicht einschmelzen. Wasser mitgebracht? Nee, hole ich mit aber. Schmelz mal so wenig wie möglich Eisen ein am besten. Ja, zu spät. Aluminium brauchen wir noch nicht schmelzen. Damit du es Dings machen kannst, aber. Ach, Koks hast du. Ah, das meinst du mit Koks. Na, was denkst du denn? Nö, passt schon. So, hast du noch Holz mitgebracht? Ja. Guck mal hier, ich habe eine Rüstung für dich. Warum hast du denn noch ein Dings gemacht und einen zweiten Crafting Table? Langeweile? Ist das ein Crafting Table, ja? Ja, der hat sogar Weil Zugang zur Chest. da irgendwas voll ist. Das weiß ich nicht ganz genau, was Ach ist. so, ja, stimmt. Ich will da eigentlich einen Grinder bauen, aber mir fehlt noch Quarz. Sieht voll geil aus, oder? Mit meiner Brustplatte. Ja, sieht so dunkel aus, ne? Ja. Was ist das? Das Dark Iron? ist dieses Dark Iron, ja. Dunkelbrustpanzer. Das habe ich jetzt auf das Schwert und Ach, die und ich habe Axt. Stahl, deswegen. Okay. Ach stimmt, ja, dann wollte ich dir mal noch. Einen Stahlbarren haben wir nur noch. Das können wir in der Schaufel machen. Das ist gut. Draußen ist hell, Stahlbarren ne? finden. Ja. Draußen ist hell. Stahl bekommt man sonst eigentlich nicht her. Muss man erst mit einem Ofen machen. Genau. Ofen. Und dafür brauchen wir erstmal eine Kokerei. Und dafür brauchen wir übrigens auch die Hölle. Wir müssen erstmal in die Hölle kommen. Sonst können wir den Hochofen gar nicht bauen. Gib mir einen Eimer und ich kläre das mit der Hölle. Ja, gut. Aber lass uns noch nicht damit anfangen. Wie tief ist denn das Wasser hier, bitteschön? Guck mal, hier ist ein Loch Wasser, das geht richtig tief. Oh, da hinten. Wo bist du denn? Alter, das geht ja bis nach unten. Ui. Da kannst du mir bitte kurz. Da raushelfen? Ich habe schon geschafft. Karottensamen. Hier, ich sah mal kurz den ganzen Scheiß an hier. Teamarbeit. Kann man aus dem letzten Zeug auch irgendwas craften? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich kenne nur meinen Scheiß. Tin, 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 tin. Nee, daraus kann man nichts machen, aber aus Zinn kann ich was Hast du irgendwas aus machen. dem Eisen gemacht? Yep. Haben wir einen Eimer?
Yep. Aber wir brauchen noch einen Eimer für Lava. Und für dich, ich brauche Hol auch mal, einen hol mal, hol mal. Hast du Bitte noch einen Eimer? Wasser. Ja, das wollte ich oberflächlich machen eigentlich. Hierhin erstmal. Ja, dann hole ich nochmal Wasser. Ja, Dann machen genau, dann haben wir nämlich unseren See. wir. Ah, wann ist das Loch? Und da brauche ich mal noch schnell ein Tree-Tab. Guck mal, das habe ich eigentlich gesagt. Hey. Willst du schon Rubber von den Bäumen holen, ja? Ja, klar. Können wir dieses Ding hier vielleicht woanders hin machen? Klar. Ah, das hier. Nee, warte, das kriegen wir so nicht weg. Da brauchen wir einen Scoop für. Ich werde alles ein bisschen größer machen, ja. Haben wir Wolle? Hast du Wolle gefunden irgendwo? Nee, leider nicht. Shit. Ja, wenn nicht, dann hauen wir es halt weg und dann besorgen wir uns später was Neues. Du kannst ja den Raum hier unten vergrößern, wenn du willst, und dann hier irgendwo was anpflanzen. Oder du pflanzt es draußen hin, direkt vor der Tür. Das geht auch. Ich mach's da auch direkt vor der Tür, weil das ist ja echt M blöd. mach, dass es schick ist. Mach ich. Aber den Brunnen da drin brauchen wir so oder so, deswegen. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich hau. Okay. Ach, meine Hotkeys gehen ja gar nicht, stimmt ja. Ich benutze immer meine Hotkeys eigentlich, aber die gehen ja gerade gar nicht. Durch diesen scheiß Modpack kann ich ja nicht meine ganzen Hotkeys benutzen. 20 Minuten würde ich sagen. Drücken wir mal auf Stopp und hauen uns dann die Echt zweite ja? rein. Na? Wolltest du nicht eine Abmoderation machen? Ja, also Leute, das war die erste Folge. Wir hoffen mal, dass wir die zweite auch noch hinkriegen. Ich hab gerade gestoppt. Okay. Dann hören es halt nur noch die Leute in meinem Channel. Egal. Wir sehen uns hoffentlich wieder zur zweiten Folge. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, tut das einfach. Bis dann. Hi. Was? Oh, schade. Keine Ahnung. Server-Config. Genau. Auf meinem Kanal ist das die dritte Staffel. Und Feed the Beast haben wir schon ein paar Mal durch. Bisher immer auf Englisch. Jetzt probieren wir es mal auf Deutsch. Ja, fast, ne? Wenn das noch nicht alles so viel Arbeit wäre. Weiß schon, Stress und so. Das ist schon mal super. Werden wir noch brauchen. Yep. Ja, Infinity wird gespielt, ein Haufen Mods drauf. Laggt ein bisschen. Ja, hab 38, geht. Ja, war schon besser. Schon mit 100 gespielt. Ich glaube, ich habe direkt erstmal alles, was ich brauche, im Großen und Ganzen. Du kannst viel essen, einige Sachen nur einmal. Klar. Nur wenn du es eingeschaltet hast. Du musst, Entity Radar musst du einschalten, damit du das sehen kannst.
Normalerweise steht unten drunter, also es gibt so eine, es gibt, ist es Journey Map? Ich glaube, es ist Journey Map, oder? Journey Map ist normalerweise, wenn du J drückst, kommst du auf die Einstellung. Yay, Eisen. Na, komm her. Normalerweise müsste es in den Einstellungen gut drin sein. Okay. Die sehen wir schon, die Monster, die kommen schon. Kannst du hier einen Waypoint machen? Kannst du ein paar Bäume für später? Das ist super. Busch ist klasse. Den würde. Wo ist denn der Busch? Okay. Versuch den mal hier in der Nähe zu behalten, weil das Zeug ist echt Gold wert. Ja, und Erdbeeren und so Zeugs. Ja, läuft bei dir, ne? Ich auch. Wie gesagt, der ist super. Ich heb hier derweil mal so ein bisschen Zeugs aus und sammle die ersten Ores ein. Dann möglichst schnell hier an den Punkt kommen, wo wir unsere Ores verdoppeln können. Oh, das ist super. Wenn du da irgendwo so schwarze Steine findest, also so ein, wie heißt das Ding auf Deutsch? Dunkelstahl? Nee, Darksteel brauchen wir noch nicht, aber da gibt es manchmal so ein. So ein, wie heißt denn das? Seared Stone heißt das im Englischen. Steine? Stein, Stein. Also, einen Ofen habe ich hier oben schon. Nimm alles, was du kriegen kannst. Was wir nicht brauchen, bringen wir zurück. Gibt's mit der Post. Alles klar, baust eine Farm vor der Tür. Einwandfrei. Was? Klar. Genau.
Okay. Ich finde den für die Blitze ganz brauchbar. Ich muss ehrlich sagen, Stormcraft ist was, wo ich schon seit einigen Versionsnummern nicht mehr mitgespielt habe. Ja, ich habe das ganz am Anfang mal gespielt, als es noch alles ein bisschen anders funktioniert hat von der Physik her. Ja, auf jeden Fall. Bücher sind super. Tools. Wenn du unterwegs so Clay findest, dann bring mal mit. Also es wird auf jeden Fall alles sehr spannend werden, weil ich kenne für den ganzen Kram nur die englischen Begriffe. Es wird eine echte Herausforderung. Bei mir steht doch noch alles auf Englisch. Aber wenn wir uns... Genau, wenn wir uns unterhalten, wird es interessant. Das muss neu sein, das kenne ich noch nicht. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Episode 1, Barker stirbt im Dorf. Weiß nicht. 20, 40? Aber länger wäre uncool. Hast du oben mitlaufen? Das wäre super. Okay. Ja, Mutantes kann ich. Wenn wir eventuell später brauchen. Wenn wir Witchery anfassen sollten, dann brauchen wir es auf jeden Fall. Kann man aber zur Not auch selber herstellen. Ja, einiges. Rüstung zum Beispiel. Das weiß ich gar nicht. So, mal gucken. Darksteel. Ja, da geht schon was. Mach das. So, okay, das war die erste Spitzhacke. Langruhe, sie entfliehen. Was hast du? Ja, ich bin im Wald. naja, geht. Also ich sammle gerade so ein paar Ressourcen ein. Okay. Aber wie hilft uns das im Spiel? Wow, ein Steinblock.
brauche erstmal ganz dringend magische Kreide. Später. Ich bin Jäger und Sammler. Ich sammle alles ein, was ich finden kann, und dann schauen wir mal, was draus wird. Ja. Was brauche ich denn? Ach, verdammt, ich brauche Quarz. Hast du irgendwo Quarz gesehen? Nee, ne? Du meinst Ebereschenholz. Geht, läuft. Nee. Ja, Eisen habe ich. Das war's? Weiß ich nicht. Also ich habe auch noch. Ich habe auch noch keins gesehen. So. Jetzt brauche ich nur noch dreimal Quarz, dann kann's losgehen. Wieso stoße ich mir eigentlich immer den Kopf? Weg damit. Dann mach dich weg da. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Im Loch. Wenn wir irgendwann mal anfangen, Bienen zu züchten, dann werden wir das brauchen. Ansonsten lass Bienen einfach so lange in Ruhe, wie wir damit nichts anfangen wollen. Wir könnten sonst später Probleme kriegen, welche zu finden. Du kannst halt mit den Bienen, das funktioniert so, du musst die halt züchten und dann kannst du halt bestimmte Bienenstämme stellen halt bestimmte Sachen her. Zum Beispiel Diamantensplitter und so Zeugs. Und du musst sie dann bei der Zucht über bestimmte Kreuzungen und so weiter, musst halt deren Gene rekombinieren, so ein bisschen wie im Biologieunterricht. Und dann kannst du halt irgendwelche Arten züchten, die halt das herstellen, was du haben willst. Okay. Appetite. Wenn wir eine Baumfarm bauen wollten, dann könnten wir das Zeug irgendwann gebrauchen. Oh, verdammt. Mann, auf welchem Level bin ich denn hier? 10. Ich bin Level 10. Alles klar, ich bin Level 10 und finde keine Diamanten. Okay. Hast du Wasser mitgebracht? Schmelz mal so wenig wie möglich Eisen ein am besten. Aluminium brauchen wir noch nicht schmelzen. Ach, Koks hast du. Ah, das meinst du mit Koks. Nö, passt schon.
So, hast du noch Holz mitgebracht? Warum hast du denn noch ein Dings gemacht und einen zweiten Crafting Table? Langeweile? Ja, der hat sogar Zugang zur Chest. Ach so, ja, stimmt. Ich will da eigentlich einen Grinder bauen, aber mir fehlt noch Quarz. Ja, sieht so dunkel aus, ne? Was ist das? Dark Iron? Ach, und ich habe Stahl, deswegen. Okay. Draußen ist hell, ne? Ja. Draußen ist hell. Genau. Gib mir einen Eimer und ich kläre das mit der Hölle. Oh, da hinten. Wo bist du denn? Ui. Da raushelfen? Teamarbeit. Tin, 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 tin. Hast du irgendwas aus dem Eisen gemacht? Haben wir einen Eimer? Hol mal, bitte Wasser. Hierhin erstmal. Ja, genau, dann haben wir nämlich unseren See. Hey! Willst du schon Rubber von den Bäumen holen, ja? Klar. Ah, das hier. Nee, warte, das kriegen wir so nicht weg. Da brauchen wir einen Scoop für. Haben wir Wolle? Hast du Wolle gefunden irgendwo? Shit. Ja, wenn nicht, dann hauen wir es halt weg und dann besorgen wir uns später was Neues. Du kannst ja den Raum hier unten vergrößern, wenn du willst, und dann hier irgendwo was anpflanzen. Oder du pflanzt es draußen hin, direkt vor der Tür. Das geht auch. Mach, dass es schick ist. Aber den Brunnen da drin brauchen wir so oder so, deswegen. Okay. Zwanzig Minuten würde ich sagen. Drücken wir mal auf Stopp und hauen uns dann die zweite rein. Na? Ja, also Leute, das war die erste Folge. Wir hoffen mal, dass wir die zweite auch noch hinkriegen. Okay. Dann hören es halt nur noch die Leute in meinem Channel. Egal. Wir sehen uns hoffentlich wieder zur zweiten Folge. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, tut das einfach. Bis dann.